Ja, herzlich willkommen im Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin vedischer Berufsastrologe. Jetzt geht es um den Aszendenten Zwillinge. Was werden so die Themen sein für den Monat Oktober 2014 bezüglich der Transite der Planeten am Himmel? Welche Themen wollen Aufmerksamkeit haben? Darüber werde ich jetzt in den nächsten 5 bis 6 Minuten zu Ihnen sprechen. Ja, falls Sie nicht sicher sind, was Ihr Aszendent ist oder Sie kennen ihn nicht, denn wir arbeiten hier mit dem Aszendenten und nicht mit dem Sonnenzeichen, dann können Sie mir gerne ein E-Mail schicken. Unterhalb dieses Videos ist ein Link. Dort können Sie werden Sie auf ein Kontaktformular weitergeleitet, wo Sie Ihre persönlichen Daten eingeben können, Ihre Geburtsdaten. Daraufhin kann ich Ihren Aszendenten ermitteln, wenn er denn dann auch Zwilling ist oder ein anderer, damit Sie eben wissen, welches dieser 12 Videos ist denn für Sie das Richtige. Denn in der vedischen Astrologie ist der Aszendent für die Transite eben der maßgebliche Faktor. Darüber hinaus bekommen Sie noch was von mir, oder auch wenn Sie den Aszendent wissen, vielleicht interessiert Sie das, denn in der vedischen Astrologie gibt es etwas Besonderes. Dort herrscht einer der Planeten immer über mehrere Jahre über eine bestimmte Zeit. Das ist der sogenannte Phasenherrscher. Und dieser Planet regiert und färbt Ihre Zeit. Also er ist der Chef Ihrer Zeit. Er dominiert Ihre Zeit. Und das wird individuell aus jedem Horoskop für jeden Menschen anders berechnet, welcher dieser Phasenherrscher ist. Und welcher Planet das ist und wo der momentan läuft, durch welches Haus, ist sehr aufschlussreich. Und wenn Sie mich also kontaktieren, werde ich Ihnen auch diesbezüglich ein paar Zeilen schreiben, die sehr, sehr aufschlussreich sind, dass Sie wissen, ja, wo bin ich denn momentan, in welcher Qualität der Zeit, mit welchen Themen der Zeit bin ich denn momentan unterwegs, welches Zeitfenster ist denn das? Ja, jetzt aber dazu, welche Bereiche wollen für Sie als Zwilling-Aszendent Aufmerksamkeit haben in diesem neuen Monat Oktober 2014? Immer noch läuft der langsam laufende Jupiter. Der ist ja am Himmel im Zeichen Löwe und das ist in Ihrem Horoskop für Aszendent Zwillinge das dritte Haus. Das bedeutet, da wäre jetzt eine sehr gute Energie immer noch dafür da, dass Sie sich zusätzliches Wissen aneignen, ja? Weitere Fähigkeiten sich zulegen. Oder falls Sie, vielleicht haben Sie mal einen Clinch mit den Nachbarn gehabt oder mit den Arbeitskollegen, da wäre jetzt eine sehr gute Zeit, diese Geschichten zu glätten. Ja? Jupiter, der große Wohltäter, ja? Läuft durch das dritte Haus, hat was mit Kommunikation zu tun, mit Nachbarn, mit Kollegen. Also da kann glatt gebügelt werden, da kann Frieden und Vergebung einkehren. Nutzen Sie dieses Zeitfenster dafür. Weiterhin, Ihre Venus läuft durch das fünfte Haus, denn das fünfte Haus ist in der Waage. Und ich muss gerade schauen, die Venus ist da bei Ihnen, ja, bis zum 23. Oktober, also über die ersten 3 Wochen, haben Sie die Venus im Haus der Romantik. Das bedeutet tatsächlich, dass wenn Sie jetzt Ihren Charme wirken lassen wollen oder Ihre Lebensfreude versprühen lassen wollen, um Beziehungen aufzubauen, dann gelingt Ihnen das jetzt besser wie sonst. Nutzen Sie diesen Rückenwind dafür, dass Ihre Venus durch dieses fünfte Haus marschiert, um hier Ihren Charme, Ihre Lebensfreude, Ihren Esprit für den Aufbau von Beziehungen besser strömen zu lassen. Und ja, damit Sie auch wirksamer hier Beziehungen aufbauen können. Dann haben wir den Saturn. Läuft immer noch, er läuft ja langsam, also er ist nicht nur im Monat Oktober jetzt im Zeichen
Skorpion, also in ihrem sechsten Haus für sie als Zwilling, sondern er wird noch ein paar Monate darin sein. Er ist auch schon länger im sechsten Haus. Hier geht es darum, letztlich, welche Entscheidungen sie getroffen haben bezüglich ihren gesundheitlichen Themen in der Vergangenheit. Das bedeutet, das ist also jetzt ein Zeitfenster immer noch, wo ihre Gesundheit erhöhte Aufmerksamkeit möchte. Das bedeutet, sie können jetzt sehr gut Entscheidungen treffen, die ihrer Gesundheit langfristig dienlich sind. Denn alles, was unter der Qualität von Saturn geschieht, ja, natürlich mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit und zum richtigen Zeitpunkt entschieden, hat eine Qualität von Langfristigkeit. Also haben Sie sich schon immer mal überlegt, ich möchte ein paar Kilo abnehmen, damit ich was für meine Gesundheit tue, und dafür eine Entscheidung treffen und die Veränderung einleiten, jetzt machen. Haben Sie schon immer mal überlegt, mehr Bewegung einzubauen, um Ihrer Gesundheit was Gutes zu tun, jetzt machen. Ja? Das ist also die Qualität, die Saturn nun im sechsten Haus Ihnen dazu als Gelegenheit bietet, da wirklich einiges Gutes für Sie tun zu können. Dann fiel mir noch auf für Sie als Zwilling, dass der Planet Mars läuft durch das siebte Haus bei Ihnen. Ne? Da haben wir ja den Schützen. Den ganzen Monat ist Mars im Schützen. Das ist bei Ihnen als Zwilling-Aszendent das siebte Haus. Nun ja, Mars ist natürlich ein Planet, der steht schon auch mit der Energie auf Auseinandersetzung, auf Zweikampf. Ja? Jeder versucht, so seine Position zu behaupten. Das bedeutet, eine gewisse Auseinandersetzung in Beziehungen muss nicht immer nur der Partner sein, kann natürlich auch eine nahestehende Person sein, ist jetzt verstärkt möglich. Kann also sein, dass Sie da verstärkt in so eine Auseinandersetzung hineingehen. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht in Auseinandersetzungen gehen, rein der Auseinandersetzung wegen, sondern dass Sie sich produktiv auseinandersetzen, den anderen nicht verletzen, und dass sie nur Auseinandersetzungen anstreben, wo sie ein ehrenhaftes Ziel verfolgen und wo sie produktiv sind und nicht streiten des Streitens wegen. Geht auch nicht um Streiten, sondern produktiv auseinandersetzen, ohne den anderen zu verletzen. Das wäre jetzt so ein Zeitfenster. Also wenn Sie schon immer was runtergeschluckt haben, ja, wo Sie merken, also das gefällt mir ja gar nicht, wie das abläuft, das tut mir nicht gut, dann treten Sie jetzt für sich ein, sagen das dem anderen, aber bitte natürlich auf eine nicht verletzende und produktive Art und Weise. Das wäre jetzt die Zeit dafür. Gut. Das waren jetzt so Themen für den Zwilling-Aszendenten. Wenn Sie Ihren Aszendenten nicht kennen oder wenn Sie wissen möchten, was Ihr Hauptphasenherrscher ist, der König Ihrer Zeitqualität, der über Monate und Jahre jetzt aktuell Ihre Zeit regiert und färbt und vor allem in welchem Haus der momentan jetzt läuft im Oktober, dann klicken Sie unterhalb dieses Videos auf den Link. Geben mir dazu Ihre Geburtsdaten an, damit ich Ihr Horoskop mal betrachten kann. Ich teile Ihnen das dann kostenfrei und unverbindlich mit. Ihre Daten werden natürlich vertraulich behandelt und so können Sie sich dann auch sicher sein, dass Sie den richtigen Aszendenten haben und Sie erfahren auch noch, wer ist in Ihrem Horoskop aktuell der König Ihrer Zeitqualität und was möchte er Ihnen sagen. Gut, ja, das war's dann aus dem Informationskanal der vedischen Astrologie von Gerhard Feiner. Ich freue mich auf ein Wiederhören und ein Wiedersehen. Bis bald!